Hallo, willkommen, neue Runde War Thunder. So, ich spiele nochmal die Briten. Wie in der letzten Folge. Um einfach nochmal alles zu zeigen. Letzte Runde sind wir nicht auf alles eingegangen. Zum Beispiel nicht die Blenheim. Das nervigste Flugzeug überhaupt. Zumindest wenn man als Jäger hinterher fliegt. Und dann schauen wir mal, wie diese Runde läuft. Und wir gewinnen hoffentlich. So, ich nehme als erstes die Hurricane MK2. Das habe ich euch vorhin nicht gezeigt. Kann ich euch vielleicht nach dem Game zeigen, wenn es nicht so lange dauert. Der habe ich ein bisschen aufgestuft. Das war etwas im Vollsuff, muss ich ehrlich gestehen. Aber darauf können wir vielleicht später näher drauf eingehen. So, in dieser Runde geht es darum, Flugplatz A einzunehmen. Das gefällt mir relativ gut, weil es nur um A geht. Und beide Teams müssen versuchen, diesen einzunehmen. Und wir haben hinten noch ein paar Bodenziele, um die Runde etwas schneller zu beenden. Wenn man dann die Vorherrschaft hat auf A. So. Wir sollten natürlich zusehen, dass der Gegner am Anfang direkt nicht landen kann. Damit dieser, jener keine Punkte bekommt. Ja, die G-Kräfte beim Drehen, die sind immer noch relativ heftig. Aber schauen wir mal, was hier so abgeht. Ich gehe ein bisschen in den Luftkampf. Versuche mal was zu reißen hier. Oh, fuck. Und da hat schon einer meinen Flügel getroffen. Natürlich äußerst ärgerlich, weil die Hurricane MK2 ist mein bestes Flugzeug. Und da zerschellt mein bestes Flugzeug im Boden. So, ich würde euch natürlich gerne die Blenheim zeigen. Blenheim oder Blenheim? Ich weiß es nicht genau. Ich sag mal Blenheim. Aber das machen wir gleich und versuchen dann mal später die Bodenziele noch zu zerstören. Zerstörung, das Wort habe ich gesucht. Ja. Was soll man sagen? Momentan hat noch keine Gruppierung den Flugplatz eingenommen. Ist auch, gestaltet sich auch relativ schwierig, wenn da alle in der Mitte rumfliegen und versuchen, den einzunehmen. Aber einer versucht ja gerade zu landen von den Gegnern, die Hurricane. Die ist aber zu schnell. Und die landet genau in der Mitte. Oder versucht zumindest. Und das wird ihr nichts bringen. Weil sie, wie gesagt, zu schnell ist. Bumm, Abschusshilfe. Ich könnte einfach mal drehen und versuchen zu landen. Ist natürlich ein bisschen tricky jetzt. Die Briten sind ehrlich gesagt scheiße schwer zu landen, weil die Jäger irgendwie so leicht sind und dementsprechend nur schwer auf dem Boden bleiben. Aber mal gucken. Vielleicht könnte das was werden. Ja, und da habe ich... Ich bin butterweich gelandet, ne? Und habe mir einfach mal das Fahrwerk vorne weggeschossen. So. Das könnte was werden. Hallo? Warum nehme ich den Flugplatz nicht ein? Das ist eine schwerwiegende Frage, die ich so nicht beantworten kann. Kann ich euch nicht beantworten, warum es gerade... Ah, ich bin anscheinend abgeschossen. Ja, okay, war aber knapp. Die Sache ist, es versucht halt auch niemand. Deshalb dauert die Runde länger als erhofft. Oder gedacht. Jetzt nehme ich aber den Bomber, um euch den einfach mal zu zeigen. Hier, der hintere Mann. Diese kleine kugelförmige Ei, was da hinten drauf ist, das ist nervtötend für die Gegner. Für Jäger. Und deshalb ist das Flugzeug eigentlich relativ gut. Hat aber nur 4 Bomben. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Kilogramm Bomben da dran sind. Ich vermute mal so 250 oder irgendwas wird das sein.
Mit Bombern kann man hier übrigens auch relativ gut den Flugplatz sichern. Wenn man sieht, da landet einer, wirft man eine Bombe drauf. Und dann wird das landende Flugzeug natürlich abgeschossen. Beziehungsweise in die Luft gejagt. Aber wir versuchen jetzt einfach mal ein paar Bodenziele zu kriegen. Da haben wir schon das Geschütz. Schmeiß einfach mal hier eine hin. Ja, eine, zwei, drei. Ja, ein paar erwischt. Also ich habe schon extrem oft einfach nur mit dem Heck geschützt. Der Blenheim einen abgeschossen. Ja, zack, 5 Stück zerstört. Ganz okay. Und jetzt brauche ich quasi nur noch fliegen und darauf warten, dass mein Heckgeschütz einen abschießt. Zack! Ah, ist das geil. Seht ihr? Also, ich habe unten drunter auch noch einen anscheinend. Ach, guck mal, der Wichser, ey. Ist in mich reingeflogen. Der wollte mich unbedingt runterkriegen jetzt. Aber wie ihr seht, das Heckgeschütz der Blenheim oder Blenheim ist ziemlich geil. So. Ah, wunderbar. Jetzt nehmen wir die Hurricane MK2. Mein vorletztes Flugzeug. Kann man nichts machen. Komm, nehm A ein. Komm, 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 komm. Ja. Zack. Da haben wir endlich mal A eingenommen. Das ist eine gute Sache. Aber ich vermute, das wird relativ schnell wieder neutralisiert. Oder da versucht jetzt einer zu landen, um es komplett einzunehmen. Aber wir covern einfach mal den Flugplatz. Versuchen da alles wegzuhalten, was landen will. Können wir mal gucken. Na, es traut sich gerade keiner. Dann gehen wir mal hier in den Luftkampf. Der ist ein bisschen gefährlich nah. Ja, der ist schon abgeschossen. Da habe ich noch nicht mal einen Treffer gelandet. Ah, macht nichts. Krallen wir uns den da. Na komm. Krieg ich keine Abschusshilfe dafür. Ist ja der Wahnsinn. Wir drehen wieder auf den Flugplatz. Ne, da ist nichts. Wow, Junge, pass doch ein bisschen auf. Treffer. Zack. Oh, Junge, pass auf. Ah. Ja, ja, es landen ziemlich viele Treffer. Keine Abschüsse, aber die Treffer reichen. Zack. Abschusshilfe. Flugzeug zerstört. Nee. Wir sind zu weit weg. Mal hier was nehmen. Treffer. Also sieht recht gut aus für uns, auf jeden Fall. Ach, wir haben schon gewonnen. Ja, das ist ja eine geile Sache. Zack. Wieder eine kurze Runde. Aber macht ja nichts. Wir haben gewonnen. Mal wieder. Und ich kann euch den coolen Bomber zeigen. Die britische Nervensäge. Ach ja, und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt kann ich euch auf meine Schnapsidee aufmerksam machen. Also ich und ein Kollege, wir saßen hier so, haben eine Runde rumgeflogen, gefliegt. Und da meinte ich, guck mal, hier kannst du beschleunigtes Training machen. Das habe ich direkt genutzt. Können wir mal kurz draufklicken. Für 1000 Goldpunkte kann man sich insgesamt 1500 QXP kaufen. Und das habe ich gemacht. Und dementsprechend habe ich dann hier, ich bin sehr auf Schussgenauigkeit und Präzision gegangen bei dem. Da bin ich bei 30 jeweils. Die plus 30 hier vorne, die ihr seht in grün, das ist nochmal was anderes. Und zwar, wenn man bei Qualifikation ein bestimmtes Level erreicht hat, insgesamt an Crew-Level, hier oben sehen wir das Gesamt-Crew-Level von dem Flugzeug, dann kann man sich nochmal eine Spezialisierung kaufen und die bringt dann insgesamt diese, hier bei scharfe Sicht und Sichtbereich 30 Punkte, Schussgenauigkeit und Präzision 30 Punkte,
und Reparaturgeschwindigkeit und Nachladegeschwindigkeit. Ist eine coole Sache, aber die Goldpunkte kosten eigentlich echt Geld. Deshalb dachte ich mir am nächsten Tag, die hätte ich vielleicht besser investieren können. Naja, war halt so eine Bieridee im Moment. Ich dachte mir, die Hurricane ist cool, die muss er ausstufen. Naja, ich bin aber ganz zufrieden mit dem Flugzeug, daher, mein Gott, das Spiel soll Spaß machen. Und ich habe noch genug Punkte, um das nochmal zu machen. Vielleicht nicht unbedingt bei der Hurricane, sondern bei der Sowjetunion, weil die haben auch ziemlich coole Jäger. Aber naja, alles klar, das war's auf jeden Fall heute wieder mit War Thunder. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin sagen wir mal Tschüssi!